Tag auch ihr Nase und herzlich willkommen zurück zu WRC3 Road to Glory mit einem 80s Rallye Wettbewerb, das heißt wieder drei Rennen. Wir haben ein neues Fahrzeug, das habe ich total vernachlässigt in den letzten Parts. Wir haben den RS200, ein Ford. Ich finde aber nicht allzu hübsch, was die Lackierung angeht. Das Auto geht okay. Mal gucken, dass wir da irgendwie mal eine Lackierung finden, die optisch was hermacht. Ich bin da nicht so fröhlich mit. Ach, ich bin da mit allen Lackierungen nicht ganz so happy, muss ich gestehen. Hier könnte man ein bisschen was draus zaubern. Aber irgendwie was Silber irgendwie so. Ein bisschen glänzender vielleicht. Nee. Ja. Nein. Irgendwas so Eisblaues oder sowas. Ja, bin ich auch nicht mit konform. Nee. Was Rotes, aber dunkel. Den Strich vielleicht eher so Richtung Weiß. Ist jetzt designtechnisch nicht die Meisterleistung, was ich abliefere, aber ich muss auch gestehen, ich möchte auch mal vorwärts kommen. Ja, das Crystal kann man gut lesen. Vielleicht geht das Spike dann auf der anderen Oberfläche besser ab. Ja, geht in Ordnung. Ob es Möglichkeiten gibt. Ich habe es mir fast gedacht, da wird nicht viel drin sein. Ich glaube, 230 ist das Mindeste, was wir hier an Sternen brauchen, um die Kiste ein bisschen aufzumöbeln. Aber der ist trotzdem besser als der Peugeot. Ne, wir brauchen sogar noch einiges mehr an Punkten. Also der hat 2 Punkte weniger. Und der hier hat ein geileres Fahrverhalten, wesentlich. Also Beschleunigung und Geschwindigkeit ist ja ziemlich gleich. Aber scheint sich besser zu fahren. Also werden wir jetzt mal sehen. Jetzt hatte ich ja im letzten Part den Subaru mit Vierradantrieb und jetzt hier so ein Heckantriebmonster. Das könnte lustig werden. Gut, wir haben zumindest keinen Regen. Los! Links 6, lang. 80, auf Kuppel, mittig halten. Dann links 6, in rechts 5. Alles klar? Gerade noch. Dann links 5, sehr lang, öffnet sich. 3 hinter. Bei der Streckenführung hier bin ich echt eine ziemliche Null. Ich gebe nicht auf. Links 3, lang, dann rechts 5. Das war richtig üble Crash schon. 40 und rechts 3. 5 Sekunden natürlich hinten. Okay. Und in den nächsten Baum rein. Warte mal ganz kurz, ich muss tatsächlich mal auf eine andere Ansicht. Ich sehe ja nichts mehr.
normal hätte ich gesagt, ich spiele in der Perspektive aus dem Cockpit weiter, aber ich sehe ja wirklich nichts mehr. Die Karre ist gerade echt ein bisschen zu schnell für mich, habe ich das Gefühl. Und wieder rein in irgendeinen Baum. Und das sind drei Rennleute. Irgendwie ist die Ansicht trotzdem ungewohnt. Also, ich hier echt kaum was sehe. Ich muss mich echt anstrengen hier. Ja, wir haben gar nicht so viel Zeit verloren jetzt beim letzten Etappenteil. Sagte er und knallt mal wieder in die Seite. Gottes Willen, fahr ich hier einen Scheiß zusammen. Wir waren 10 Sekunden hinten. Ja, ein bisschen Zeit gut gemacht, okay. Habe ich am Ansatz die Kurve nicht gesehen. Super. Okay, muss ich echt sagen, das Rennen war so richtig verkackt jetzt hier. Ja, zu Recht. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich bleib jetzt fair. Ich versuche das Ding jetzt rauszuholen. Ich habe gerade keinen Bock auf die Wiederholung, ihr werdet das verstehen. So scheiße, wie ich gefahren bin. Ich versuche das jetzt rauszuholen, tatsächlich bei den letzten beiden Etappen. Aber happy bin ich damit nicht. Null. Ich weiß noch nicht, wie es mit Reparaturservice aussieht. Also, ich war jetzt auch mit der Motorhaube-Ansicht. Gerade irgendwie kam ich da nicht drauf hin. Wir haben nicht mal genug Zeit, alles zu reparieren. Läuft. Die Karosse ist immer noch ein Klumpen. Und die Scheibe sieht immer noch scheiße aus. Das heißt, ich werde immer noch nicht viel sehen. Was haben wir für Möglichkeiten? Na gut, die könnte ich noch fahren. Wir hängen, wie gesagt, so etwa 9 Sekunden hinten. Ich fahre jetzt mal die Etappe tatsächlich mal in der Ansicht hier oder versuch's zumindest. Boah, ich krieg'n Hals. Wie kann es sein, dass ich auf dem Schlag so schlechter werde? Nein, ich habe nicht zwischen dem und dem letzten Part einen halben Kasten Bier gekillt.
Wie gesagt, sorry nochmal wegen der Ansicht jetzt, aber ich sehe ja wirklich aus der Innenansicht so gut wie gar nichts mehr. Das ist ja... Gut. Ich mache ein bisschen Zeit, gut. Aber man muss halt bedenken, ich habe halt in der ersten Etappe so viel Miese gemacht, da muss ich hier noch ein bisschen mehr reißen. Übrigens klebe ich gerade gefühlt an meinem Mikro. Nein. Die Zeit, die ich jetzt rausgeholt habe, die ist jetzt wieder weg. Super. Das Auto hat ein besseres Handling als der Peugeot, aber ich habe da gerade so nicht das Gefühl. Wie gesagt, wir sind jetzt hier für die Etappe vorne, aber das reicht noch nicht für die Gesamtrallye. Wir sind ja immer noch auf so einem 10. Platz, wenn es gut läuft. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was rausgeholt. Jetzt haben wir es wieder liegen lassen. Das ist doch Grütze. Jetzt muss ich echt auf der letzten Etappe so dermaßen beißen. Übrigens gerade auch keinen Bock auf die Wiederholung hier. Jetzt gerade momentan bloß auf die Endzeit von der Etappe und von der Gesamtgeschichte gespannt. Ob ich überhaupt bei der letzten Etappe noch irgendwas reißen kann. Okay, ich habe hier meinen ersten Platz reingehämmert, aber heißt nichts. Jetzt heißt es einfach mal, was können wir noch machen? Wir sind von 14 auf 6 hoch und haben 9 Sekunden hinten. Das wird hart. Das wird richtig, richtig hart. Fortsetzen. Das ist jetzt bitter. Hui. Also wenn ich jetzt die Karre komplett repariert kriege, werde ich wieder auf die Innenansicht stellen. Wenn nicht, dann bleibe ich hier bei der Stoßstangenansicht. Okay, es hat gereicht. Wir starten durch. Jawohl. Dann rechts 6, öffnet sich. In links 5, lang, Bäume innen. Rechts 6, in links 6. Ich werde lieber wirklich die Sache ein bisschen safe angehen. Ein bisschen mehr bremsen als sonst. Links 4, lang von 100, öffnet sich. Wir müssen aber noch 6 Sekunden reinholen. Toll, ich sehe wieder nichts. Rechts 6, in links 5, wo es geht noch. Und 60. Rechts 3, sehr lang. Vorsicht, mittig halten. Karte vorne, in rechts 3, dann links 4, Bäume innen, nicht schneiden. Rechts 4, sehr lang, mittig halten. Ich sehe wieder nichts. Bäume aus. Motorraumansicht. 60, rechts 4, in links 5, öffnet sich und 40. Also wirklich aus der Innen sehe ich ja nichts. Das ist ja. Hat keinen Sinn. Klar, ein echter Rallye-Fahrer müsste damit leben, aber ein echter Rallye-Fahrer hat nicht gleich dazu einen Sprung eine Scheibe, wenn er einen Sprung macht. Und wir müssen ja immer noch 6 Sekunden oder sowas reinholen. Gut.
Vorsicht, auf Kuppel, mittig halten. Und Sprung, 150. Links 5, in rechts 4. Sehr lang, Vorsicht. Scharfe Kurve, öffnet sich 3, lang. Das dürfte so auf Platz 2 etwa sogar seine Gesamtwertung. Und links 2, Barriere innen. 150. Mal sehen, was die nächste Zeitmessung sagt. Ich muss jetzt noch so 2 Sekunden reinholen, denn. Ah! 40. Rechts 4. Jetzt muss ich wieder so 4 reinholen. 60. Rechts 6. Damn it! Sekunden müssen wir holen. Und 40. Dann links 6, in rechts 6. Zwei Teiletappen haben wir noch. Links 6, rechts 4, lang, rechts halten, Bäume aus. Links 4, 40 und 40. Ich traue mich hier aber auch nicht großartig mit Handbremse und mit Gangwechsel zu arbeiten. Gut. Links 3, sehr lang, Bäume innen. 60. Ich muss noch 3 Sekunden rausholen bei der letzten Etappe. Beim letzten Etappenziel. Nein. Fuck. Da liegt die Motorhaube. Das wird mit dem ersten nichts mehr. Jetzt heißt es bloß noch beißen. Reicht nicht. Ah, bei 2 Etappen im ersten Platz, aber das würde mir ins Endeffekt nicht reichen. Nee, das langt nicht. Dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr auf die Wiederholung. Es tut mir leid. Ja. Ey, nicht einmal Zweiter. Fünf Sterne. Fuck. War richtig, richtig, richtig ungeil. Bin ich echt nicht happy mit der Folge. Und ihr müsst halt auch verstehen, dass wenn ich das auch, ich mochte die Wiederholung nicht sehen. Ich hoffe, da kommt wenigstens da jetzt ein bisschen was rum. Boah. Ford Fiesta in welcher Klasse? Was haben wir jetzt hier noch freigeschaltet? Das ist auch mal interessant. Ich guck mal woanders. Ja, okay, gucken wir hier nochmal, welches Rennen das jetzt ist, was wir hier freigeschaltet haben. Das war das, glaube ich, jetzt, wo wir richtig, ja, wo wir versemmelt haben. Das haben wir freigeschaltet als Rennen, einen neuen Gate Contest, also umsemmeln, aber durch Tore. Wo habe ich jetzt hier ein Auto freigeschaltet, ein neues? Aha, wir haben bei der nochmal einen neuen Ford Fiesta freigeschaltet, das ist cool. Wenn wir per se hier den, den wir schon gefahren sind. Jetzt haben wir den hier. Der sieht gar nicht so anders aus, ne? Ich lasse ihn aber mal wirklich bewusst in... Ich lasse ihn mal bewusst in der Lackierung. Ich werde das andere... Dass ich die beiden unterscheiden kann, wisst ihr? Fährt bloß mal irgendwie, obwohl das Top Engine, das kann man sehen von da. Ihr wisst, das geht mir mittlerweile eher um Sichtbarkeit als um den Sponsor als solches. Ist auch in Ordnung.
Dann gucken wir mal, was wir bei dem modifizieren können. Und dann bin ich mal gespannt, ob der im Endeffekt besser ist als der andere Fiesta, den wir haben. Ach, mich ärgert das jetzt gerade so. Die Rallye war jetzt gerade echt ungeil gelaufen. Okay, wir haben 60 Punkte bei dem. Es ist zumindest ein Punkt im Gesamt mehr. Aber das dürfte auch ein anderer Fiesta sein. Ja, ist ein anderes Auto. Ist eine ältere Klasse. Oder eine ältere Version. Ja gut, vielleicht können wir den vielleicht eventuell mal im nächsten Part gleich ausprobieren. Mich würde es freuen. Da gibt es bestimmt so ein oder anderes Rennen, wo man den mal so ein bisschen schleudern lassen kann. Ja, an dieser Stelle sage ich, ich danke euch fürs dabei sein und für eure Aufmerksamkeit. Wenn es auch heute das erste Mal war, wo es echt nicht gut gelaufen ist. Nicht gut gelaufen ist. Mit dem Ford ist schlecht gelaufen. Ich hoffe, mit dem Ford läuft es beim nächsten Mal besser. Und sage an dieser Stelle, haut rein, bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Road to Glory WRC 3. Bis dann.